Hello again. Willkommen zurück bei Little Nightmares. Jetzt müssen wir hier weiter durch den Schacht klettern. Und rumsneaken. Hier sind überall so kleine Schuhe. Und trotzdem sind diese Schuhe immer noch zu groß für uns. Das ist unfassbar, unser Größenverhältnis hier. Alter, was? Ist der hier oder was? Was ist das? Lauf, 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 lauf. Wo mit dir? Da ist irgendwas im Wasser. Nur diesmal sind es Schuhe. Das ist ja creepy hoch 10. Oh Gott. Schnell, hoch mit dir. Nein, wir wurden gekascht. Das finde ich auch sehr gut. Dinge, die man nicht sieht. Das könnte alles sein. Aber ich sehe es nicht, daher. Bringt es was, wenn ich langsam laufe? Ich glaube nicht, oder? Ey, wie ein Hai, der riecht Blut und dann will er. Ja. Dadurch, dass die Schuhe hier sind, sind wir halt langsam. Können wir irgendwo ausmachen, wo das Ding ist? Können wir auch Schuhe nehmen, um es abzulenken vielleicht? Wäre eigentlich eine Idee. Versuch das mal. Nee, das geht nicht. Ach was, der kann noch unten drunter. Okay, ich habe gedacht, das Ding hat eine Hitbox, dass der da nicht drankommt. Naja. Dann halt nicht. Dann bringt es auch keinen Mehrwert zu schleichen, oder bringt es doch einen? Nö. Ist einfach nur schnell. Schnell, schnell. Muss schneller sein als er. Spring doch! Da ist doch schon der Ausgang. Es kommt, es kommt, es kommt! Nein! Schnell hoch! Kletter! Oh Gott. Das ist echt schlimm. Ein Raum ist schlimmer als der andere. Man hat ja auch gerade keine freie Sekunde mehr, so gefühlt. Was haben wir denn hier? Oh nein, bitte nicht! Du wieder. Oh shit. Nein! Nein! Warum tust du mir das an, du Sau? Er mich hier oben. Alter, der Kerl, ne? Ich hab gedacht, es wäre vorbei, aber nein. Es hat gerade erst begonnen. Da ist wieder der Affe. Können wir den wieder irgendwo gegenschmeißen? Schwierig zu sagen, ich sehe nichts. Hä? Da bewegt sich doch was. Wir die Kiste wegschieben. Guck nach unten. Bin ich zu leicht? Aber ich kann ja nicht springen mit einem Objekt in der Hand. Guckt auf die Bodendiele. Ach, guck an.
Ah. This looks good. Ach ja, genau. Er wieder. Er ist immer Nemesis, ohne Scheiß. Der Kerl ist schlimm. Seinen riesigen Grabschearm. Ach. Kann ich eher in den Hintergrund laufen und lass ihn sein Tagwerk nachgehen? Ach, guck mal, da ist noch eine Figur. Secret found. Dann schalte ich damit irgendwelche Artworks frei oder so ein Käse. Es kommen. Was macht der denn? Er sortiert irgendwas. Spielzeuge und Puppen. Aber für was? Das ist sein Hobby wahrscheinlich. Okay, jetzt bin ich hier, aber wie komme ich raus? Frage. Gibt's hier irgendwie eine Möglichkeit, wieder nach oben zu kommen? Ein Loch in der Wand oder so? Oder in der Decke? Guckt schon, du bedächtig. Hier vielleicht, oder? Kann aber nicht springen. Ich gehe gerade nicht. Vielleicht muss ich tatsächlich hier lang. Er hat den Klimperaffen gefunden. Bin hier nur in so einer Ecke, aber hier ist nichts. Oder musste ich jetzt einfach nur hier runter wegen dem Secret? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Hier geht's doch bestimmt irgendwo raus. Achso, ich muss hier hochklettern. Wahrscheinlich, ne? Ah, okay. Und wenn er jetzt hier lang geht, gehe ich da lang. Okay. Ich denke mal, das sollte ich schaffen. Weiß nicht, ob er bis ganz nach drüben geht. Ich glaube eher nicht. Okay. Okay, ist wieder Teppich. Alles ganz cool. Sollte nur die Figuren wahrscheinlich nicht umschmeißen. Da ist die Tür, da muss ich raus. Da ist aber Holz. Irgendwie muss ich schaffen, auf die andere Seite zu kommen. Da ist nämlich auch Teppich. Ich muss ihn wahrscheinlich ablenken. Mist. Okay, das Geräusch von der Diele hat ihn abgelenkt, von der Bodendiele. Aber ich glaube, ich hätte auch einfach nur rüberspringen können, das hätte auch geklappt. Muss ich die Figur jetzt eigentlich nochmal einsammeln? Ich gucke mal gerade, ob das gespeichert wurde. Ja, wurde es. Okay. Am besten nicht gegenrennen. Also das mit dem Affen zum Ablenken ist, glaube ich, eine gute Idee. Der reagiert da drauf, aber ich glaube, er ist einfach nur weit genug weg. Was? Ich hab gedacht, da grapscht sich einer seiner Figuren. Verdammt. Okay, ich glaube, das mit ihm ablenken und dann rüberspringen ist keine dumme Idee, aber was mache ich dann, ist die Frage. Ich sollte mich vielleicht nochmal kurz umgucken. Ich glaube, die Zeit nehme ich mir noch. Greif nicht nach unten, du Arschgesicht. Ach bitte. Jetzt komm. Kann ja auch so rüberspringen. N-
Kann ich da hochklettern irgendwie? Muss ich hier lang? Nee. Ah, okay, ich glaube, ich weiß wie. Okay, jetzt wirf. Und dann hier hoch wahrscheinlich, ne? Ups. Shit, aber das musste passieren. Bloß, der kann so weit grapschen. Alter, er kommt. Ich bin ihn losgeworden. Yay. Mal wieder. Oh Gott. Schon wieder. Der verfolgt mich jetzt hier wahrscheinlich echt die ganze Zeit über noch. Hängt der an der Decke oder wo ist der hin? Also auf jeden Fall ein Ausgang, aber hier ist kein Teppich. Alter. Ich sehe da jetzt wieder die Tür hoch. Ah, das gefällt ihm nicht. Ich muss irgendwie den Knopf triggern, aber dafür brauche ich, glaube ich, einen Schuh, ne? Ich muss es wahrscheinlich machen, während die Uhren Krach machen. Damit er das nicht hört. Und dann schnell weg. Ich glaube, so funktioniert das. Okay, wird gespeichert. Kann ich die Tür öffnen? Nee. Muss ich an den Büchern hoch? Kann ich aufpassen, dass sie nicht umfallen? Du Kacke. Da baumelt ein Klavier, aber warum? Soll ich denn da hochkommen? Muss ich Bücher stapeln? Weiter nach oben? Oder wie ist das hier? Kann ich ein Bücherregal hochklettern? Geht das? Au. Kann ich Bücher aufsammeln? Geht das? Aber ich kann hier mit einem Objekt nicht klettern. Okay, ich kann die Bücher hochklettern. Alles klar. Bestimmt kommt er gleich wieder. Ich sehe es kommen. Mit dem Ding muss ich ihn finishen. Okay. Ah. Alter, dieses Spiel ist einfach vom Level-Design her einfach so sick. Das ist so geil. Der gibt nicht auf, ne? Der ist einfach unersättlich, der Kerl. Dass hier extra überall so ein bisschen Stoff oder Teppich ausliegt, damit er mich nicht hört. Okay, jetzt brauche ich dringend einen Hebel. Am Ende hat der den. Finde ich den denn?
Okay. Muss hier hochklettern. Dass hoffentlich kein Buch runterfällt. Ja, wenn ein Kübel runterfällt, dann hört er mich wahrscheinlich auch. Muss halt echt aufpassen. Hol dir was auch immer du grabbeln willst, aber grabbel nicht mich. Das ist meine Chance. Jawohl. Das sind immer Sachen, die Krach machen. Das ist so fies. Ich muss mich halt echt so vorbeischleichen und darauf achten, dass ich nichts umwerfe. Und dass der irgendwie nichts mitbekommt. Der Dude. Okay, geschafft. Was hat er gehört? Kein Scheiß. Okay, und jetzt? Muss ich durch die Tür hier, oder? Ich glaube, ich muss da wieder auf den Bücherstapel hoch. Bitte lass ihn nicht hier runtergrabbeln. Grabbel, grabbel. Ich hab's geschafft. Oh nein. Das Ding. Wie komme ich jetzt wieder hier raus? Okay, er kommt hier nicht rein. Das heißt, ich kann den Koffer schieben. Aber das ist viel zu weit oben. Das schaffe ich doch nie. Kann ich ihn nicht werfen, das Ding? Spielbox, da ist ein Hut. Ach, ich brauche den Stuhl, oder? Nee. Den Koffer schieben? Kann ich nicht. Ich habe die Kurbel, aber was bringt mir das? Ich komme ja nicht raus, oder? Kann ich einfach durch die Tür marschieren? Probier's einfach mal, aber ich glaube nicht, dass das geht. Oder doch? Ja, wäre auch zu einfach. Muss hier hochklettern, ne? Aber wie schaffe ich das denn mit der Kurbel? Aber was ist hier oben? Hier oben ist gar nichts. Nach oben klettern, aber kann ich nicht. Kletter mal wieder runter. Warum kann ich die Kurbel eigentlich nicht werfen? Ich drücke jede Taste auf dem Pad, aber es geht nicht. Ich häng grad wieder. Oder muss die da hochhieven? Nee, das geht nicht. Brauche die Kurbel, damit ich weiterkomme, aber sagt aktuell. Muss ich ihn anlocken? Kann das sein? Vielleicht macht er die Tür dann auf. Lager mal die Kurbel da in der Ecke.
bin ich hier drin. Ah. Und jetzt? Kann ich den Hut dann nehmen? Ich kann auf dem Stuhl draufklettern. Kann ihn aber nicht ziehen. Und schieben geht auch nicht. Muss ich das Ding werfen? Nö. Fragen über Fragen. Irgendwas scheine ich nicht zu verstehen. Oder muss ich den Fernsehen einschalten? Ah ja. Jetzt geschafft. Ich glaube, der bleibt auch da, weil ich kann mit dem Objekt ja nicht klettern. Oh, mir geht gerade echt die Pumpe, du. Oh, shit. Okay, er guckt noch Fernsehen. Yes! Wir haben den Grabbelmann erfolgreich abgeschüttelt. Erneut. So, und an dieser Stelle sage ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei Little Nightmares. In der nächsten Folge geht es weiter auf der Flucht vor dem Grabbelmann. Und dann hoffe ich mal, dass wir den bald irgendwie loswerden. Vielleicht müssen wir ihn killen, irgendwie. Ein Klavier auf den Kopf. Oder vielleicht auch irgendwie anders, in den Mähdrescher oder so. Sehen wir dann. Auf jeden Fall schon mal von meiner Seite aus danke sehr und bis zum nächsten Mal bei Little Nightmares. Bis dann.